Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen an der Ernst Barlach Realschule Plus in Hörgenshausen. Mein Name ist Irina Weyand und ich bin die Konrektorin der EBR. Wir sind eine kooperative Realschule Plus mit Fachoberschulen. Bei uns kann man den Berufsreifeabschluss, den Sekundarabschluss 1 oder die sogenannte mittlere Reife und die Fachhochschulreife erwerben. Eine Schule, drei Abschlüsse. Da ist für jeden was dabei. Mit diesem Film wollen wir Ihnen und euch einen kleinen Einblick in unsere Schule verschaffen. Dafür gebe ich an unsere Schülerinnen und Schüler ab. Am Ende des Filmes werden wir uns wieder sehen. Viel Spaß! Hallo, wir befinden uns hier in dem Klassenraum der 8a. Sie ist neben drei weiteren Klassen eine iPad-Klasse. Dazu gehören 5 komplett ausgestattete iPad-Koffer mit jeweils 17 iPads. Digital sind wir also auf dem neuesten Stand, was auch unsere Smartboards, unsere digitalen Tafeln zeigen. Circa 550 Schülerinnen und Schüler, circa 50 Lehrerinnen und Lehrer. Die EBR ist mehr als ein Gebäude. In den Klassen 5 und 6 werden alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet, ehe sie zum 7. Schuljahr aufgeteilt werden in den Sekundarstufen und Berufsreifezweig. Ab dem 6. Schuljahr kommen zu den gewohnten Fächern wie Deutsch, Mathe und Englisch 4 neue Fächer hinzu, aus denen man 1 wählen kann. Neben Französisch als zweite Fremdsprache gibt es noch die Auswahl aus den 3 Wahlpflichtfächern Hauswirtschaft und Sozialwesen, Technik und Naturwissenschaften, als auch Wirtschaft und Verwaltung. Regulär endet der Unterricht nach der 6. Stunde. Doch wir sind auch Ganztagsschule und so bietet unsere Mensa jeden Tag ein gesundes und leckeres Mittagessen an. Anschließend gibt es eine betreute Lern- und Hausaufgabenzeit, ehe die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen AGs ihren Hobbys nachgehen können. Danke, Leonard. Unsere Schule ist räumlich und technisch sehr gut ausgestattet. Auch was unsere sportlichen Aktivitäten angeht, müssen wir uns nicht verstecken. Eine moderne Dreifelderhalle sowie der Sportplatz auf dem Moosberg halten einiges bereit. Ob Fußball, Basketball, Volleyball, Tennis oder Federball, Ballsportarten werden bei uns großgeschrieben. Doch auch weitere sportliche Disziplinen wie Hoch- und Weitsprung, Staffellauf und Turnen kommen nicht zu kurz. Unsere gut ausgestattete Sporthalle, das Moosbergstadion sowie unser schuleigener Boulderraum bilden hier die sportlichen Zentren. Derzeit wird unsere Außensportanlage direkt am Schulzentrum erweitert und modernisiert. Oh, erstmal vielen Dank, Chiara. Wir haben nun schon viel über die Ausstattung und über die sportlichen Aktivitäten gelernt. Aber wie sieht das restliche Schülerleben aus? Dazu haben wir das Handwerk, die Kunst, die Musik und das soziale Miteinander, was uns die EBR näher bringt. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Das Schüler- und Schulleben an der EBR ist so bunt wie ihre Gemeinschaft. Hier wird in unserem großen Musiksaal musiziert, im Spielraum gespielt, getobt und getanzt. Und wenn alle Stricke einmal reißen, haben wir unseren Schulsozialarbeiter, unsere Stressschichterteams sowie auch die Schulsanitäter. Ab der 8. Klasse haben interessierte Schülerinnen und Schüler hier die Möglichkeit, sich ehrenamtlich und sozial für die Schulgemeinschaft zu engagieren. Von Schülern für Schüler. Diese Ratten toben sich in unserer gut ausgestatteten und schön eingerichteten Bücherei aus. Und außerschulische Lernorte stehen nicht nur in den einzelnen Fächern, sondern auch erlebnispädagogisch hoch im Kurs. Die EBR ist nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern auch zum Erleben. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Informationen. Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, wir konnten Ihnen zeigen, dass die EBR Plus die richtige Schule ist. Wir freuen uns, Sie und euch hier begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen!